In einen Hohlraum dieses Toilettencontainers hat sich eine junge Katze geflüchtet und kommt nicht mehr raus. Der erste Versuch, das Kätzchen durch die nur zwei fingerbreite Öffnung zu befreien, vorne ziehen. Eine Passantin hatte die Feuerwehr alarmiert. Ich war gestern hier und habe ein ganz klägliches Miauen gehört. Und man hat gesehen, was für eine Not die kleine Katze war. Und dann wollte ich sie einfangen und dann hat sie sich in dieses Busfahrerhäuschen geflüchtet. Und dann kam sie nicht mehr raus. Der zweite Versuch. Vorne ziehen, seitlich schieben. Die junge Katze ist verängstigt und wehrt sich. Was nun? Nach kurzem Beratschlagen ist man sich einig. Nun kommt schweres Gerät zum Einsatz. Ein hydraulischer Spreizer. Der Katze scheint es völlig gleichgültig, welch großer Aufwand hier für ihre Rettung betrieben wird. Der dritte Versuch, Einsatz des Spreizers. Solche Geräte können bis zu 45 Tonnen drücken, ganze Autokarosserien auseinanderbiegen. Doch dieser Container hält stand. Also muss eine neue Strategie her. Alles auf Anfang. Der vierte Versuch, so wie der erste, mit bloßen Händen. Doch diesmal erwischt der Feuerwehrmann das Kätzchen am Nackenfell und zieht behutsam. Nach 2 Minuten ist es geschafft. Die Katze ist frei. Ja. Jawohl. Mach einen Blick für die Kamera hier. Mach einmal in die Kamera gucken hier. Ja, Kasten auf. Jo. Die Kratzbürste landet im Käfig, erschöpft, aber unverletzt. Ja, zum Glück haben wir sie dann mit der Hand sozusagen wirklich da rauszerren können, weil mit unserem schweren technischen Gerät, da war der Container zu stabil, konnten wir diese Öffnung nicht weitermachen. Also das war wirklich ganz knapp, aber am Ende hat es gereicht. Ein paar Meter weiter legt ein Feuerwehrmann seinem Kollegen einen provisorischen Verband an. Der widerspenstige Stubentiger hat es den Feuerwehrleuten nicht leicht gemacht. So richtig mit ihrer Rettung war sie nicht einverstanden. Sie hat zugebissen, aber zum Glück nicht so schlimm. Die gerettete Katze wird ins Tierheim gebracht. Die Feuerwehr Hamburg rückt pro Jahr zu rund 750 Tiereinsätzen aus. Dafür liebe ich die Feuerwehr, dass sie Mensch und Tier hilft in Not. Also man muss sie in jeder Richtung unterstützen.